Mein Mann und ich wohnen sehr stadtnah in unserer Dreizimmerwohnung. Wir genießen es total, im Sommer auf unsere Fahrräder zu sitzen, in die Stadt zu fahren, uns mit Freunden auf ein Glas Wein zu treffen. Genauso wichtig ist für uns aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, Freunde zu uns nach Hause einzuladen, Familie einzuladen und gemeinsam schöne Kochabende zu haben. Wir haben uns für den skandinavisch luxuriösen Stil entschieden. Uns war einfach sehr wichtig, dass es hell, freundlich und offen ist. Unsere Küche ist für uns das Herzstück der Wohnung. Wir haben uns entschieden, die Wände hier rauszunehmen und die Küche in unseren Wohnraum zu integrieren. Nach einem stressigen Tag auf der Arbeit kommen wir gerne nach Hause, stellen uns in die Küche, probieren gemeinsam neue Rezepte aus und lassen den Abend gemeinsam beenden. Ich glaube, der für mich wichtigste Sinn ist das Sehen. Ich erfreue mich total an schönen Dingen und habe mich da total für begeistert, wenn ich durch die Natur laufe und sehe, wie ein Baum anfängt zu blühen und die Knospen sprießen. Wenn ich an italienisches Design denke, denke ich an qualitativ hochwertige Materialien, Langlebigkeit, Zeitlosigkeit und ein lebensfrohes Design, das sich selbst nicht zu ernst nimmt. Wir wollten immer eine Küchenarbeitsplatte in Marmoroptik haben. Echter Stein war uns immer ein bisschen zu empfindlich und als wir auf die Sacred Stone Keramikplatte gestoßen sind, hat uns das absolut überzeugt. Wir können darauf schneiden, es ist ein zeitloses Design. Sie ist super, super unempfindlich und das ist das, was uns schlussendlich überzeugt hat und mit dem Ergebnis wir nach wie vor extrem happy und zufrieden sind. Was ich an unserer neuen Küchenarbeitsplatte total lieb, ist, dass neben der Optik auch die Funktionalität total gegeben ist. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich, wenn ich mal auf der Arbeitsplatte schneide, ob da was passiert ist. Da sieht absolut gar nichts. Sie ist super, super pflegeleicht und für uns die perfekte Entscheidung gewesen. Mich spricht die Optik und die Haptik an. Wenn ich drüber fahre, ist so ein bisschen eine leicht raue Oberfläche und trotzdem irgendwie weich. Und jedes Mal, wenn ich die Küchenarbeitsplatte angucke, entdecke ich irgendwas Neues. Eine neue Farbe oder auch eine neue Linie. Perfect Arounder. Auch wenn es zwei Wörter sind, aber ich glaube, das trifft es so ziemlich auf den Punkt.